Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila, ein Türchen für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich auf meinem Schamanen auf Lothar, mit dem habe ich nämlich was im Black Market gewonnen und bevor wir da reingucken, habe ich schon ein bisschen was ausgegeben und zwar insgesamt 56k für Bonus Rolls. Also doch schon einiges, das sind alles Legion-Bonus-Rolls gewesen und dementsprechend kommt da vielleicht jetzt auch noch ein bisschen was dazu. Werde die Woche, denke ich mal, noch das ein oder andere, den ein oder anderen Legion-Raid laufen und dementsprechend auch noch ein paar Bonus-Rolls kaufen. Was habe ich mir jetzt im Black Market geholt? Und zwar habe ich auf ein T3-Teil geboten. Ihr seht, ich habe es jetzt ein paar Mal, musste ich es hochbieten, aber für schicke 12k, das ist halt hier der Vorteil von Lothar, ne? Da hast du nicht so viel Konkurrenz, kriegst du auch mal für ein bisschen über 10k ein T3-Teil. Hier sind es einmal die Hosen, also doch ein größeres Teil. Und zwar diesmal vom Hunter, aber wie ihr seht, können wir das auch einfach mit dem Schamanen lernen. Das trage ich jetzt in meine Liste ein. Und ich muss sagen, ja, das war jetzt auf jeden Fall ein Schnapper, den ich fast wieder verpasst hätte. Wenn man mich im Streamnet mal wieder dran erinnert hätte, hätte ich es verkackt. Ich sage es euch, wie es ist. Also da schon mal ein Shoutout raus. Gut, dann tragen wir das ein. Das war jetzt T3 Hunter. Und gut, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. So, als nächstes bin ich auf Antonidas. Und ich wollte eigentlich gerade schon ins Bett gehen. Ist schon relativ spät. Hab hier nochmal durchgescannt. Und hab ein Item gefunden, was der Schnapper des Jahrtausends ist. Und zwar seht ihr, ich habe es direkt rausgekauft. Ich musste schnell sein. Bevor ich hier auf Extra auf Aufnahme drücke und dann das Ding weg ist. Buschmeister der Schattenschmiede habe ich hier rausgekauft. Das ist ein Zonendrop aus Uldaman und ich habe es für 4400 Gold rausgekauft. Viele wissen jetzt vielleicht nicht, was das für ein Item ist. Und zwar ist es einer von 5 Zonendrops, die mir in Uldaman noch fehlen. Ich kann es jetzt hier einmal kurz zeigen. Hier haben wir den. Und das Ding ist schon ziemlich selten, denn die Dropchance ist richtig mies. Und ich kann euch auch mal zeigen, was da sonst die Kosten sind. Also ihr seht, hier ist das eine auf Antonidas, was ich eben rausgekauft habe für 4000 Gold. Das nächstgünstigere ist auf Draenor für 500.000. Und es sind EU-weit auch nur ein paar drin, wie ihr seht. Also EU-weit sind wie viel drin? Also das habe ich ja rausgekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 Teile sind in der kompletten EU drin, ne? Normalerweise ist, also 500.000 ist auch schon günstig für das Ding eigentlich. Sonst ist es immer bei über ein paar Millionen, weil halt dementsprechend, ja, immer sehr wenige am Start sind. Ich habe es jetzt für 4K geschossen, also hätte ich nicht für möglich gehalten. Ist jetzt ein richtig, richtig krasses Schnäppchen. Und ja, das können wir dann einmal auch quasi austragen, beziehungsweise ich schicke das mal auf meinen Hunter rüber. Denn mit dem werden wir das dann gleich nochmal lernen. So, also das Ding speichern wir einmal. Dann können wir dann gleich umloggen. Und dann schmeißen wir das einmal hier aus der Liste raus. Jetzt ziehe ich das einmal rüber. Also hier haben wir es gleich. Das fliegt einmal raus. Und dann können wir es hier noch eintragen. Knappe 4K oder ein bisschen über 4K war es tatsächlich. Die kann ich mal rausschmeißen. Das sind immer die Chars, wo ich dann gucken muss wegen dem Black Market. Und ja, also ich bin auf jeden Fall richtig happy gerade, ich sag's euch. Das Ding, da bin ich schon seit Jahren dran an diesen Teilen. Und dass ich jetzt da quasi eins fast for free rausgezogen habe, ist schon sehr, sehr nice. Gut, also das lernen wir. Ah, Sound habe ich hier keinen an. Schade, haben wir uns jetzt den All the Things Sound nicht geben können, aber gut. Gut, Team, ich hau mich jetzt doch ins Bett und dann gucken wir mal die Tage weiter, was da noch so alles zu finden ist. Als nächstes bin ich auf Twisting Neta und hier habe ich 3 Sachen gefunden, die interessant ausschauen. Und zwar einmal warmer Umhang, der ist hier drin für 30k, den werden wir uns einmal kaufen. Dann Werwolf Axt, die ist hier einmal drin für 50k. Und dann haben wir noch hier schwere Gnoll-Kriegskeule. Die ist für 52k drin. Eigentlich wollte ich nur bis 50k kaufen, aber komm, scheiß drauf. Die 2k mehr oder weniger sind jetzt auch wurscht. Ich würde sagen, die nehmen wir alle raus. Und dann gucke ich mal. Ist eine Axt, ein Streitkolben. Na, alles kann ich nicht mit dem Main lernen. Aber jetzt tragen wir es erstmal in die Liste ein.
Und zwar eins nach dem anderen. Also, als erstes mal die schwere Kriegskeule, die habe ich gekauft für 52. Jetzt ziehe ich das mal rüber. Also, dann machen wir 52. Und ich vermute, mittlerweile habe ich ja alle eingetragen, also die müsste hier drin sein. Wunderbar, die schmeißen wir schon mal raus. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir die Axt, die habe ich gekauft für. Ah, die eine Keule war 52. Okay, jetzt haben wir ein bisschen vertan. Also die haben wir für 50 gekauft, das andere war 52. Gleich schon mal einen Fehler gemacht, ich sag's euch. So, also das kann auch einmal raus. Dann hier. Ah ne, ich habe es für 52 eingetragen. Okay. Und das letzte, was wir hatten, ist der Umhang. Und den hatten wir für 30 gekauft, ne? Also 30k. Jetzt wären diese Teile schon ein bisschen teurer, ne? Aber ich brauche jetzt auch nicht mehr so viele tatsächlich, ne? Also, das sind jetzt quasi die Items aus Kalendor. Und das sind östliche Königreiche. Oh, das muss ich nur eintragen. Das habe ich anscheinend noch gar nicht ganz fertig gemacht. Aber langsam wird es zumindest weniger. Gut, dann würde ich sagen, trade ich jetzt schon mal das rüber, was wir hier einmal schon gekauft haben, beziehungsweise ich kann es dann auch gleich lernen. Bis auf die Axt, die muss ich dann auf den Warrior am besten schicken, ne? Die kann ich mit dem Druid nicht lernen. So, also, den Kolben können wir einmal lernen, den Umhang können wir lernen. Verkaufen wir den Spaß gleich wieder. Wobei, das ist auch nichts wert, das können wir auch gleich verkaufen. Und dann schicke ich das meinem Krieger. So. Gut, und dann würde ich sagen, guck mal weiter. Dann habe ich noch was auf Terence Mill gefunden. Und zwar hier einen Dolch für schöne 10k. Den kaufen wir uns natürlich sofort raus. Und ja, der ist auf Stufe 30. Tragen wir erst wieder die Liste ein und dann traden wir ihn rüber. Also, wo haben wir sie denn? Genau, also jetzt schauen wir mal. Da unten ist er einmal, den können wir dann rauskicken. Und dann kommen hier die 10k rein. Das war jetzt Lucky, ne? Die meisten Sachen kosten jetzt tatsächlich mehr, die ich nur offen habe. Und dann traden wir den einmal. Den können wir nämlich zum Glück auch gleich lernen. Ach, das ist wieder so ein Item. Okay. I see. Das muss ich verkaufen, dass ich es lerne. Wenn ich es jetzt wieder zurückkaufe. Hä, kann ich das jetzt wieder verkaufen? Ha. Interesting. Ich verliere das T-Mog dadurch nicht. Ha. Deswegen war der so günstig. Interessant. Ich hatte aber schon ein, zwei Items gekauft, die so waren. Hätte ich das mal gewusst, die habe ich beim Händler wieder verkauft. Ja, okay. Again wird learned, wie der Engländer sagt, ne? Na gut, dann schauen wir mal weiter. Okay, kleiner Nachtrag. Anscheinend hat es doch nicht funktioniert. Wenn man den wieder zurückkauft, dann zählt das irgendwie doch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich ihn nochmal verkaufe. Ja, okay. Weil ich habe umgelockt und der war dann immer noch in der Liste drin. Man muss den anscheinend verkauft lassen, ne? Wenn man den zurückkauft. Mir hat All the Things jetzt zwar keinen Sound angezeigt, dass es dementsprechend wieder removed wurde, aber okay. Naja, jetzt sollte ich das T-Mog dann hoffentlich endgültig gelernt haben. Jetzt schauen wir nochmal ins All the Things rein. Das ist nämlich ein Item aus hier den östlichen Königreichen und zwar in Tirisfal. Da war der irgendwo vorher, glaube ich, als Zonendrop vorher drin. Ja, jetzt ist er auch raus. Okay, also die Taktik funktioniert leider doch nicht. Quasi erst verkaufen und dann wieder zurückkaufen, zu herstellen. Leider nicht. Als nächstes bin ich jetzt auf Arathor unterwegs und da habe ich noch den Kurzsäbel gefunden hier einmal. Und ja, den können wir auch kaufen für 50k. Und da kann ich den dann auch schon mal rüber traden, sobald wir den hier aus dem Postkasten raus haben. Jetzt muss ich mal einen Ticken aber weg. Ah, das ist mal so ätzend, wenn du in der Ego-Perspektive bist. So, da mein Postkasten. Gut, den trade ich jetzt hier meinem Worry rüber. Gleich schon mal den richtigen Char rausgesucht, ne, dass ich dann wieder hin und her schicken muss. So, also das lernen wir. Und dann können wir den noch in die Liste mit eintragen. Wo haben wir es? Also hier 50.000 und
Den schmeißen wir jetzt hier auch einmal raus. Säbel raus damit. Und dann gucken wir weiter. Als nächstes sind wir dann auf Archendorn. Und zwar habe ich da einen eitrigen Holzhammer gefunden. Und den kaufen wir uns jetzt mal für 50.000 Gold. Den müsste ich dann mit dem Druid auch gleich lernen können. Jawollo. Okay, heißt, den traden wir jetzt schon mal rüber. Also, wo haben wir denn? Da haben wir das schöne Ding. Oder mehr oder weniger schöne Ding. Gut, das können wir dann gleich mal lernen. Und dann packen wir auch das einmal in meine Liste. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich sie? Hier. Ah ja, ich habe mir da noch was markiert, dass ich es nicht vergesse zu sagen. Und zwar, ich habe mir noch für 20.000 zwei Items gecraftet. Da habe ich gesehen, da haben mir noch zwei First Crafts gefehlt. Eins davon war ein Schneider-Item, das verbuggt war. Das konnte man nicht herstellen. Und dann habe ich das quasi mal auf Eis gelegt. Und das andere war irgendein Schmiedeteil, so ein Kolben, den ich irgendwie vergessen hatte. Ne? Also dafür haben wir auch noch ein bisschen was ausgegeben. Und jetzt halt die 50.000 für diesen eitrigen Kolben. Und den tragen wir jetzt auch hier einmal aus. Da unten haben wir ihn. Also du fliegst schon mal raus aus der Liste und dann gucken wir weiter, hätte ich gesagt. So, Udala, ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem wollen wir ja ein paar T-Mox kaufen. Und zwar habe ich jetzt hier auf Antonidas noch was gefunden. Einmal die Ritualklinge, die ist hier aus Kalendor, nördliches Brachland von dem Rare. Und die soll hier einmal 50.000 Gold kosten. Das würde ich sagen, geben wir aus. Und die müsste ich auch gleich mit dem Druid hier lernen können. Ah, komisch, die ist episch, wenn ich sie kaufe. Interessant. So, oh, ich hatte den Sound gar nicht an, aber es hat funktioniert mit dem Kaufen und beziehungsweise Lernen. Das ist ja nicht bei allen Items der Fall, ne? Ich hatte ja letztens diesen Todmann-Dolch, der nicht so ganz wollte. Und ja, jetzt tragen wir das hier noch in die Liste mit ein. Also, hier haben wir den Dolch einmal für 50.000 Gold. Und dann schmeißen wir natürlich auch einmal aus der Liste raus. Also, da unten haben wir ihn. So, okay, gut, dann gucken wir weiter. Dann habe ich noch was aus Silbermond gefunden. Und zwar Stab der Nachtheuler. Und der kostet hier, naja, 50.000. Den kaufen wir ebenfalls. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir ihn rüber traden. So, Rudolai, ich habe meinen Main schon hier stehen. Gut, er geht jetzt rüber. Und dann können wir den auch gleich mal lernen. So, einmal aus der Liste raus. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Also. Genau. Ah, der ist gleich ganz oben. Okay, den schmeißen wir einmal raus. Und dann tragen wir das noch ein. Und dann gucken wir weiter zum nächsten. Auf Outland habe ich jetzt auch noch meine Waffe gefunden, die ich haben wollen würde. Und zwar Ogre-Magier-Stab, auch für 50.000. Die kaufen wir mal. Und das ist, ja, das ist auch ein Stab. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es vielleicht ein Zauberstab ist. Gut, das traden wir auch mal rüber. So, den können wir dann gleich nochmal anlegen. Langsam merkt man schon, ne, dass nicht mehr sonderlich viele Items für 50.000 oder drunter vorhanden sind. Ne? Ich locke ja wirklich einige Server durch. Aber ab und an finde ich dann immer noch was. So, also das ist auch 50.000 und dann gucken wir, dass wir ihn einmal rausschmeißen. Da haben wir ihn. Und ja, so langsam wird es ein bisschen weniger. So, udala, dann bin ich einmal auf Dark Moon Fair. Und da habe ich einen Streitkolben gesehen für 5.000. Den würde ich sagen, kaufen wir uns einmal. Und dann nehmen wir den mal raus. Komischerweise, gerade war er noch als grün angezeigt. Jetzt ist er hier als episch. Ist mir aber egal, ich brauche ja eigentlich nur das Thema. Gut, den traden wir jetzt hier mal im Hordenchar rüber. Und dann können wir den hoffentlich gleich lernen. Also, das Ding. Und dann lernen wir das Teil. 5.000 war jetzt echt ein Schnapper dafür, kann ich nichts sagen. Und dann muss ich mal noch schauen, wo habe ich meine Tabelle? Da haben wir sie. Okay, also hier 5.000 dafür. Und dann schmeißen wir das Teil auch hier raus. Wo haben wir es? Ah ja, hier unten. Also, der fliegt auch raus. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes bin ich auf Raven's Crest und da habe ich einen kleinen Kolben gefunden. Hier Hirsch. So, dann sind wir auf Raven's Crest unterwegs und hier haben wir den Hirnschalenprügler für 40.000 Gold. Den kaufen wir einmal.
Und jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir einen Postkasten? Irgendwo da hinten. Den holen wir einmal raus und dann können wir ihn gleich rüber traden. Da habe ich jetzt ein paar Server durchgelockt. Und ja, so langsam wird es ein bisschen weniger, muss ich sagen. Also da kriege ich dann vielleicht pro Tag ein, zwei Items maximal. Gut, also den nochmal 40k traden wir dann einmal auf dem Main. Dann können wir nämlich auch gleich lernen. Wunderbar. Und dann gucke ich mal, dass wir den auch noch eintragen in meine Liste. Also, wo haben wir den denn hier? 40.000. Und dann schmeißen wir den natürlich hier auch nochmal raus. Da unten haben wir ihn. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes habe ich auf Kazakh noch einen Hammer gefunden. Und zwar Blockschlaghammer. Der ist jetzt bei 55k, aber komm, die 5k drüber, dass wir hier langsam mal weiterkommen mit den Items. Den holen wir uns einmal aus dem Postkasten. Und den muss ich wahrscheinlich auch rüber traden, oder? Wie hoch ist der? Ja, auch Stufe 30. Also, dann traden wir den einmal. Und dann kann ich ihn auch gleich lernen. Hoi, hat das wieder nicht funktioniert? So, jetzt aber. Gut, also den lernen wir auch. Und dann kann der auch einmal in die Liste eingetragen, beziehungsweise aus dem anderen ausgetragen werden. Jetzt schauen wir mal. Also hier 55k. Und dann schmeißen wir den da auch raus. Da haben wir ihn. Und raus damit. Naja, jetzt wird es langsam weniger. Ne? Jetzt müssten es noch 23 von diesen 10-1-7 Items sein. Also wird langsam. Sudala, jetzt war ich mal wieder erfolgreich im Black Market. Ich glaube, die letzte halbe Woche habe ich zwar immer auf Sachen geboten, habe es dann aber am Ende immer wieder vergessen. Ne? Und dann wurde ich nochmal überboten, zack, Item nicht gekriegt. Diesmal hat es mal funktioniert. Und zwar habe ich hier einen Gürtel mir geholt für 191k, also so fast das Maximum, was ich ausgeben will. Das Maximale sind ja aktuell 200k, was ich für ein T3 ausgebe. Und jetzt haben wir quasi hier 191 für einen Gürtel ausgegeben. Für den Hunter ist das, also Hunter T3 Gürtel. Gut, den trage ich jetzt noch in die Liste mit ein. Mal gucken, wo haben wir sie? Da ist sie. 191. Und dann sind wir jetzt hier bei ein bisschen über 800k aktuell. Ja. Gut, dann schauen wir weiter. Als nächstes sind wir auf Blackmore und da habe ich noch ein Schwert für 50km gefunden. Rodentia Kurzschwert heißt das und das kaufen wir uns auch mal raus. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch lernen, nicht, dass es wieder wie bei dem Dolch ist, dass man den gar nicht lernen kann. Jetzt legen wir den mal an. Nee, das scheint soweit gut zu klappen. Wunderbar. Und dann tragen wir das natürlich selbstverständlich auch in die Liste mit ein. Also hier haben wir das Schwert, 50k und aus dem anderen Ding können wir das dann auch rausschmeißen. Da unten haben wir es. Und dann wird die Liste auch wieder ein bisschen kürzer. Gut, jetzt bin ich noch auf Shrull unterwegs. Hier habe ich gerade noch ein bisschen mitgeboten im Black Market und auch ein Item gewonnen. Hier haben wir das Teil, das ist einmal Shami T3 und zwar die Handgelenke, 157.000 habe ich dafür jetzt ausgegeben. Ja, also da war schon ein kleiner Bieterkrieg, ich sag's euch, ging immer wieder hin und her, aber ich bin froh, dass ich es gekriegt habe. Und damit haben wir wieder eins aus der Liste raus, das können wir jetzt eintragen, 157.000. Was auch noch ein bisschen hochgegangen sind, sind die Bonus-Rolls. Ich habe mir noch vor ein paar geholt, ne, fürs ein oder andere in Legion, dass ich quasi rollen konnte. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe noch ein anderes Item, was ich eventuell kriegen kann auf Lothar. Mal schauen, ob ich das auch noch ergattern kann. Sudala, jetzt habe ich ein bisschen warten müssen, bis ich hier auf Lothar auch mit dem Black Market durch bin. Aber es war halbwegs erfolgreich und zwar habe ich jetzt hier noch einen T3-Teil gewonnen. Ihr seht, für nur 12.700 Gold die Sandalen für das Hexer-Set. Und das nehmen wir jetzt hier mal raus. Beziehungsweise das Gold können wir auch noch rausnehmen. Ah, jetzt haben wir es. Okay, wunderbar. Also die Sandalen. Und die können wir jetzt auch einmal in die Liste eintragen. Ich habe das jetzt hier schon mal ein bisschen hochgeschoben, weil es mehr Items wären es ja nicht. Also jetzt runden wir es auf 13k und dann können wir den auch quasi rausschmeißen. Gut, und damit sind wir auch mit dem Waste-Video einmal durch. Habe jetzt ausgegeben 1.050.000 Gold. Ja, relative Punktlandung, ne? Letztes Mal waren wir ja ein bisschen drüber, aber ja, diesmal sind wir relativ gut dabei. Juti, das war's mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chela, bis zum nächsten Mal.
Ciao.